Morning! Heute fahren wir nach Berlin. Wir sind um 8 Uhr abgewacht, haben auch schon unser Kaffee getrunken. Wir müssen aber noch hier ein paar Sachen erledigen, bevor wir losfahren. Genau, und wir treffen noch einen Freunden und ihre Familie in Berlin. Gucken wir, was sie so machen können. Ich muss auch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen. Ich will auch ein Weihnachtsgeschenk nehmen. Ich habe schon mit einem Weihnachtsgeschenk geholt, das ist auch schon bei denen. Genau, und wir nehmen euch heute auch wieder mit. Und wir haben auch diese große Kamera nicht mitschleppen, weil so auch wir haben einfach mit dem Handy, aber genau. Intro could be a good quality. Yes. See you later. Was ist das an? Wir sind gleich auf dem Weg nach Berlin City. Coffee from Daddy. Coffee from Daddy. Und wir haben uns ready gemacht und jetzt fahren wir gleich nach Berlin. Wir sind jetzt schon lange in Berlin. Wir haben ein bisschen Christmas Shopping gemacht, haben ein paar Sachen auch erledigt. Wir müssen auf Arkaden. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, schauen noch ein bisschen und dann gehen wir essen und wir überlegen uns, wir gehen heute so zu Amrit beim Inder. Ja, wir wurden es gerade ein bisschen beobachtet. Genau, haben Sie gesehen? Und das war's auch. See you later. Ciao. Wir sind gerade hier in einem Brötchenladen, haben uns Bubble Tea bestellt. Wir brauchen eine Erfrischungspause. Genau, und danach geht's zu Amri. Wir sind gerade in einem indischen Restaurant. Amrit hier in Berlin. Und es ist mega, mega. Also, wir sind gerade dreimal hier. Heute ist unser viertes Mal. Fühlt sich gerade beim Bloggen. Ja. Heute ist unser viertes Mal und I'm so excited. Ja. Jackie? Hier ist unser Essen. Hier haben wir einmal Butter Chicken, Biryani, Basmati Reis, Chicken Bombay und einen Salat. Yara und Aya am Fotografieren natürlich. Und es sieht so geil aus. Mega. Second round in Pisteria. Aber ich habe gar keinen Hunger, aber meine Eltern haben Hunger. Deswegen sind wir einfach mitgegangen. Weil wir look so pretty. Good morning. Ich habe echt dumm angehört. Good morning. Also, heute ist der 26. Second day of Christmas. Ich bin wieder, meine Eltern wurden heute eingeladen zu Bekannten, aber ich wollte heute halt nicht mitgehen, weil einfach so, wollte einfach nicht mitgehen. Deswegen lade mich heute Mira ein und wir gehen lecker brunchen bei Benedikt in Berlin. Wir machen uns gleich ready und dann gehen wir auch gleich los und I'm so excited. Thanks, bitte. Outfit.
hatte mal einen richtig schwarzen Look und die gleichen Oberteil an, aber halt nur in verschiedenen Farben. Okay. Eigentlich voll das schöne Wetter, aber es ist immer noch richtig kalt. Wir sind jetzt auf dem Weg zur S-Bahn und dann gehen wir zu Benedikt and I'm so excited! Wir sind gerade hier bei Benedikt, haben schon was ausgesucht. Wir müssen 50 Minuten warten, bis wir jetzt drin waren. Und oh mein Gott. Also wir sind hier bei Benedikt, seine Mimi. Ich habe mir ein Omelette bestellt mit Gouda. Dazu ist noch ein Salat mit drin. Frischkäse und Tahini. Genau, und das ist übrigens richtig gerne. Okay, da haben wir Mira den Avocado Benedikt bestellt. Ich habe so halt gekochte Eier mit Avocado drauf und auch so einen kleinen Salat dazu. Und jetzt lassen wir es richtig gerne gönnen. Und das Essen war, schaut wie selber, bombastisch. Schaut sie mir? Genau, jetzt gehen wir hier noch Tee trinken bei Al Jazeera in der Turmstraße. Weil mein Dad hat richtig Bock auf was Süßes und ich trinke dann halt einen Tee, weil ich kann nicht merken, voll. Wir haben auch den Pancake gegessen bei Benedikt und der war on top of the world. 50 Minuten draußen gewartet haben. Genau, wir haben 50 Minuten draußen gewartet, bis wir reingehen konnten, weil da war halt die Schlange auch vor uns. Aber das Warten hat sich gelohnt. Meine Füße sind eingefroren. Ich habe meine Füße nicht mehr gespürt. Aber hat sich wirklich gelohnt.